Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So. Ding hier haben wir fertig. Kommen wir da eigentlich nochmal rein? Wollen wir da nochmal rein? Ich glaube, da wollen wir nicht mehr rein. Aber wir können jetzt in dieses Ding hier reingehen, ins Abysum. Und das wollen wir doch als nächstes machen. Das Abysum ist ein geweihter Ort. Bitte keine Ärgernisse dort. Alles klar. Jetzt kommen wir hier rein. Das machen wir doch gleich mal. Ah, da warten sie schon. Question about this far plane. When somebody dies, a summoner sends them to the far plane, right? So their souls or whatever they are, they go to the far plane, right? But that's the far plane we're going to, right? And Yuna's old man's there too? Do dead people live there or something? You thinking those funny thoughts again, yeah? You'll see once we get there. Okay, ich bin gespannt. Aren't you coming? I do not belong there. You're scared. Searching the past to find the future. This is all that is there. I need it not. You'd better be going. You're not really going to see the dead. More like your memories of them. People think of their relatives, and the Pyreflies react to them. They take on the form of the dead person. An illusion, nothing else. Okay. Well, have fun. What? Okay. You're not going either, Riku? Riku geht auch nicht mit. I keep my memories inside. Huh? Memories are nice, but that's all they are. Okay, die beiden gehen nicht mit. Red mal mit den zwei noch. You're still here. See you later. Okay, dann lasst uns mal gehen. Na hopp, rein mit dir. Wobei, ich hätte auch ein bisschen Bedenken, da durchzugehen. Muss ich auch ehrlich gesagt sagen. Ah, das da müsste Chapu sein. Nehme ich jedenfalls mal an. What the? Und das sind wohl Yunas Eltern. Vraska und Ho. Interessanter Ort. Ja, sehr interessanter Ort. The far plane was cool, but I couldn't stop thinking about Yuna. Her parents, they look so happy together. But it got me worried that maybe seeing them would make Yuna really consider Seymour's proposal. Okay, was ist mit dir, Kimari? Okay. Dann, red mal mit den ganzen Leuten. Das müsste Chapu sein. Yo, Chapu! Meant to come see you earlier, yeah? Sorry. I know you won't hold it against me. I gave up the game. I'm a guardian from here on, you know? This guy looks a lot like you. Showed up. Finde ich jetzt nicht wirklich. Maybe you were still alive somewhere, yeah? But then again, here you are on the far plane. Guess your place is here. So, how you been? Oh, that guy I just told you about? I gave him your sword. He likes it. Huh? Wow. Aber sind eigentlich nur wirklich Erinnerungen. Just a sec more.
Also nicht wirklich Zwiesprache zwischen den Lebenden und den Toten. He is dead and I am still alive. Coming here really makes that clear. I should focus more on what I have to do now. What? I'm not even sure what I'm saying. Don't you mean that you should leave Chapu behind? I'm sure he was a great guy, but don't be others. That's a possibility. How about Waka? What, me? With Waka? Yeah, you two get along great. Getting along isn't enough. Not even close. Oh, sorry. My mistake. You'd do well to remember that. Knowing a bit about women might come in handy someday. Yeah, I'll remember. I won't be forgetting either. Goodbye, Chapu. You always said I looked grumpy. But those were the happiest days of my life. Why don't you try calling someone? All you have to do is think about them. Dürfte dann wohl checkt sein, aber checkt ist ja nicht tot. So, Yuna? I've decided. Oh, really? That's good. I remember when I was only 7 years old in Bavel that day. My father had defeated Sin, and the whole town was out in the streets. Everyone was laughing. They all seemed so happy. If I defeated Sin, that would make everyone happy, wouldn't it? I must do what everyone wants, not just what I want. Let's go back. You gotta tell Seymour. Before that, call Sir Jet. Give it a try. Huh? Don't worry. He won't come. Trying not to think about my old man made me think about him, of course. See, told you. He isn't here because he's not dead. Mm-hmm. He's Sin. That means he's alive, you know. What if my old man really is Sin? What would I say to Yuna? Heck, to everybody in Spira. Wait, why should I have to apologize for him anyway? I'd rather never see him again. What makes you hate him so? Everything he does just makes me mad. It was his fault that me and my mother... Mom? It's her. She's very pretty. But... wait. No one ever performed the sending for her. She must have accepted death while she was still alive. Whoa there. That's my mother you're talking about. Oh, I'm sorry. It's okay. I think I just figured something out. What? Why I hate my old man. Okay. Dann erzähl mal. See, so I told him what I thought of him right there. What, really? Of course. I suppose, but... Mommy! Just a sec, dear. Whenever my old man was around, my mother wouldn't even look at me. Maybe that's when I started to resent him, even hate him. When he left us, Mom just lost her energy. Und das hast du ihn dann halt übel genommen. Right. Why should you care? If she dies, I wouldn't know what to do. Don't say Mom is gonna die. I apologize. The old lady next door told me, when a lovebird dies, the one left behind, it just gives up living so it can join its mate. It was just like that. I hated my old man even more. But really, my old man... Mommy! Just a sec, dear. Go to him. He'll cry if you don't.
Ja, das macht alles Sinn. Das macht alles ziemlich Sinn. Oh man. Hm? I must sound so stupid. I don't think so. How embarrassing. Well, need some more time. No. I'm ready. Did I miss something? Thanks for waiting. I'll go give my answer to Maester Seymour. Okay. Lord Jiskel. He does not belong here. Why? Yuna, send him. Lord Jiskel. He is Lord Jiskel no more. Send him now. Oh, er hat was verloren. Und verschwindet. Talk later. We leave now. Ja, Auron will da weg. What was that just now? That really Lord Jiskel? Mund halten und zuhören? Ja, Mund halten und zuhören. I don't understand how a man like Lord Jiskel can die and not be sent. I would think that he was sent once, but he stayed on Spira. Something, a powerful emotion, could have bound him to this world. Such things happen. That's against the rules, isn't it? It means he died an unclean death. Uh-huh. So. Die Angelegenheit über Sir Jiskel bitte ich diskret zu behandeln. Wenn ominöse Gerüchte im Umlauf kommen, gerät Spira aus den Fugen. So, ich versuche jetzt nochmal zurückzukommen, weil ich weiß nämlich noch, dass wir, wenn wir da nochmal zurückgehen, da noch was finden sollten, was wir irgendwann später mal brauchen könnten. Die Frage ist, ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon machen können oder später oder es später gar nicht mehr machen können. Das weiß ich nicht. Wir schauen einfach mal. Hier sollte... Das Kind ließ bei der Mayhem-Offensive für sein Leben. Ich wollte es ihm ausreden, aber er lief einfach aus dem Haus. So ein dummes Kind, früher als zu sterben als die Eltern. Dank sei dem Medium, das die Gefallenen in Abyssum besegnet hat. Ich konnte meinen Sohn wiedersehen, der bei der Offensive ums Leben kam. Ich weiß nicht, wer es war, aber ich bin dem Medium unsagbar dankbar. Dass mein Sohn nicht zum Monster wurde, habe ich einem Medium zu verdanken. Okay, man konnte nochmal hier rein. Aber wie es aussieht, ist das, auf was ich gewartet habe, noch nicht da. Das heißt, wir müssen später nochmal wiederkommen. Dann müsste es also später wieder da sein. Na gut. Alles klar. Dann kommen wir einfach später nochmal wieder. In der Hoffnung, dass ich es nicht irgendwie übersehen habe oder so. Aber ich glaube eigentlich eher nicht. So, dann geht uns... Ah, vielleicht aber auch erst nach dieser Szene. Das ist auch möglich. I will go. Meet with Maester Seymour. Yuna, Jiskel is the Guado's problem, not yours. Okay, es könnte sein, dass es vielleicht tatsächlich erst später kommt. So, Lulu. What do you think about Yuna getting married? As long as the pilgrimage continues, either way's fine. That's it? What if she doesn't even like the guy? Is that okay? People marry for many reasons. What's that mean? Sometimes marriage doesn't require love, you know? Defeat sin and bring joy to the people of Spira. Get married and bring joy to the people of Spira. For Yuna, they're just two ways down the same road. Mm. All you need
is determination. If you have that, you don't need love. I don't know. I just don't get it. Politische Heirat sozusagen. Und für Yuna ist es ja tatsächlich, dass sie, dass sie den Leuten was Glück bringen will. Dass sie eine Freude haben in ihrem Leben. Sir Seymour will also heiraten. Oh je. Oh je. Mein Freund ist als Straßenwache postiert. Wenn du ihn siehst, grüß ihn von mir. Seit wir die Leitsätze... Ah ja, okay. Das ist dasselbe Gespräch. Da steht noch Walker. For a while there, I was a little worried about what was gonna happen, yeah? Ja, okay, das ist dasselbe. Da drüben haben wir noch Orange stehen. We leave as soon as Yuna returns. I trust you'll be ready. Ja, klar. Sobald Yuna wieder da ist, werden wir nochmal versuchen, ins Abyssum zu kommen, ob wir da schon was machen können. Listen, if Yuna gets married, then I... What? That again? Yes. If she is to marry... I would want her to marry for love. See? But if Yuna said she wanted to marry the one she loves, I would have to object. Huh? You're not making much sense. I know. Lulu? I've talked enough about that. What? I'm sorry, just forget about it. Jeez, Grumpy. You'll understand one of these days. I just don't want to give it words, not yet. Dann müssen wir wohl warten, bis die Zeit. I shouldn't have to say this, but don't fall in love with her. Und in dich, Lulu. Nee, ich nehme das hier. I see. But you must keep your feelings inside until the pilgrimage is over. Ja, auch das werden wir alles noch verstehen. So. Wo ist denn die gute... wo ist Rico und Kimari? Haben wir die irgendwie übersehen? Ah, da ist Rico. When we leave here, we have to go through the Thunder Plains next, you know? Hör ich da ein bisschen Panik? I can't stand Thunder. I can't... Und Kimari... Kimari habe ich jetzt irgendwie nicht gesehen. I'm a little worried about Lord Jiskal. I wonder if Mace. Ja, das ist eine gute Frage, ob der davon weiß. Ah. Okay, Kimari sehe ich jetzt nicht. Dann versuchen wir mal reinzugehen. Passiert aber nichts. We leave as soon as ja, das ist alles dasselbe. Die Sache mit dem Stammesführer. Jeskel, dürft ihr bitte nicht weitererzählen. Ein Guado-Anführer und Primas von Yemen unbesegnet als Leibloser. Das kann und darf nicht sein. Die Guado werden von allen belächelt. Warum Sir Jiskal? Wir hatten ihn im Asylum besegnet. Vielleicht wollte er, dass dieses Ding, was er da verliert, dass das in irgendjemand seiner Hände reingerät. Ah, da ist Kimari. Guado Potions, good. Buy some before leaving. Alles klar. Kein Wunder, haben wir den draußen nirgends gefunden. Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir... Jetzt müsste er doch draußen sein. Da steht er. Guado Potion. Ja, okay. Ist ja schon gut. Kommen wir jetzt nochmal ins Abyssum rein? Dass sich jetzt was geändert hat? Wir haben ja jetzt auch ein bisschen Zeit anscheinend. Ja, vielleicht müssen wir auch Richtung Donnersteppe gehen, bis dass er automatisch rausgeht. War ja schon öfters mal so, dass wenn man zurückgegangen ist, dass dann was passiert ist. Nö, da ist nichts passiert.
Ja, wahrscheinlich müssen wir Richtung Donnersteppe gehen und dann kommt es automatisch raus. Das ist jetzt jedenfalls meine Vermutung. Weil hier kommt sie irgendwie nicht raus. Dann gehen wir weiter. My, was the Lady Summoner not with you? No, she's at Seymour's place. That's Maester Seymour or Lord Seymour. Ja, ja, ja. Oh, I'll be careful. Sorry. That's all right. Oh, Maester Seymour left Guado Salam a short while ago. Hä? You serious? I believe he went to the temple in Makalania. Okay. Maester Seymour is also the high priest of that temple. Whoa, I gotta tell the others. Aber was macht Yuna dann da drin? I too will go to the temple in Makalania shortly. Leute, Seymour ist gar nicht da. Lord Jiskill, please tell me. What can I do to help? Yuna, let's go! Hm. Mysteriös, mysteriös. They say Seymour went to Macarena Temple. Makalania Temple. I? What I don't get is, why would the Lord Maester head off without a peep to anyone? Maybe he wasn't expecting Yuna's answer so soon. Ah, that's probably it. Yuna, what is it? Oh, nothing. Hmm. You're a poor liar. It's true, it's nothing. Come on, let's go. Ja, irgendwas ist und es hat bestimmt mit diesem Ding zu tun. Bitte begebt euch zum Tempel Makalania. Der ehrwürdige Seymour erwartet euch. So, jetzt könnten wir noch einmal... Ja, ich will wissen, ob es da jetzt hat, ob sich jetzt was geändert hat. Wenn nicht, müssen wir tatsächlich irgendwann später nochmal wiederkommen. Aber ich glaube, dann ist es auch gar kein Problem. Ich glaube, zu dem Ort ist es auch wirklich kein Problem, später wiederzukommen. Aber ich schaue trotzdem nochmal ganz kurz. Und dann gehen wir speichern und danach geht es in der nächsten Folge in die Donnersteppe. Ah, guck mal, jetzt hat sich doch was geändert. Aha! Es hat sich geändert, so wie ich gesagt habe. Da kriegen wir nämlich die Marsmarke. Und das ist nämlich nicht schlecht. Dann haben wir jetzt schon... Hoppla, da war es ja schon. Die Luna-Marke, die Saturn-Marke und die Marsmarke. Sehr schön. Been a while, sis. It's been 7 years, but you still look the same. Jeez, I'm older than you now. Oh, I guess it makes sense. Hey, I brought you something. Check this out. There we are. See? She looks just like you. Her name's Yuna. Boy, was I surprised first time I saw her. Course she's not as good as you. If you were still alive, I bet you'd fight just like her. It's okay. Yuna will beat Sin for you. I know it. So don't you worry. Okay, sis. See ya. Ein Medium, das es nicht geschafft hat anscheinend. Ich wollte eigentlich noch mit ihm reden. Egal. Yuna, She's not appearing. Who is it? None of your business. Sorry. No, it's not your fault. Why aren't you here? Hm. Weil diejenigen Personen, die sie ruft, vielleicht nicht tot sind? I need to be ja, okay. Alles klar. Dann haben wir das, was wir haben wollten. Gehen wir noch zum Speicherpunkt. Und in der nächsten Folge geht es, wie schon gesagt, zur Donnersteppe. Aber erstmal speichern und danach
die Folge beenden. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.